Swiss Bar Shoulder Press bzw. Schulterdrücken mit der Swiss Bar. Falls ihr schon mal die Swiss Bar gesehen habt, ist genau so eine. Es gibt auch andere Variationsmöglichkeiten, aber in dieser ist es einfach so ein leicht diagonalen Griff. Wir haben auch zwei neutrale Griffe, je nach Breite, wir gehen können, damit wir die Schulter bzw. auch beim Magendrücken diese benutzen können. Der große Vorteil ist durch diese Griffe, dass ihr eure Schulter, sollte sie ein bisschen eingeschränkt sein oder ihr Schmerzen habt, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, diese besser zu drücken und nimmt ein bisschen häufig wirklich mal die Schmerzen raus. Also es ist eine sehr, sehr gute Alternative. Wiederum der kleine Nachteil davon ist, der Weg, den die Stange nehmen muss, um am euren Kopf vorbeizukommen, ist etwas länger als mit einer Langhantel. Also alles hat seine Vor- und Nachteile, aber ich zeige euch das mal, so dass ihr das auf jeden Fall gut machen solltet. Also, ich persönlich wähle in den meisten Fällen den neutralen, engeren Griff. Ja. Nehmt ihr dann raus, bringt ganz normal einen Bankdrücken, also ganz normal einen Schulterdrücken. Raus, 1, 2, wieder Kopf nach hinten, vorbei, rausdrücken und kontrolliert runter. Wie bei allen Schultervariationen, wie bei allen Schulterdruckvariationen ist es zwingend notwendig, dass ihr die Schultern fest zusammenhaltet, ja, beziehungsweise diese sich nicht permanent hoch und runter bewegen und dass ihr unbedingt die Arme nach oben rausstreckt, also dass das Gewicht über euch ist und nicht vor euch. Das ist der Endpunkt der Bewegung. Deswegen, falls ihr die Möglichkeit dazu habt, diese ab und zu mal zu nutzen, wählt auch die Special Bars wie die Swiss Bar.